Hallo everybody und willkommen zu diesem neuen Video, diesem neuen random Vlog, der leider gar nicht mehr so random ist, wie er mal gewesen ist. Grund dafür ist, dass ich den ganzen Scheiß jetzt hier gerade neu aufnehmen muss. Den letzten Samstag, da war ich noch im Urlaub, da habe ich einen random Vlog aufgenommen mit neuem Mikro und es war ein extremes Rauschen drin, das seht ihr hier. Buenas tardes everybody und willkommen zu diesem Video. Hier ist mein quasi Surferzimmer in Sandfort und ich bin hier gerade im Urlaub. Ja, ihr seht schon, es ist einfach nicht zu ertragen. Echt mal, ein Hoch auf die Technik. Ein Hoch auf die Technik. Yay, ein Hoch auf die Technik. Ein Hoch auf die Technik. Ein Hoch auf die Technik. Ja, das Ganze ist natürlich super traurig, weil ich fand es irgendwie so cool, da ein Video zu machen, weil ich dieses Surferzimmer irgendwie voll geil fand und ich hatte auch da noch keinen Bad Hair Day, heute wohl. Aber egal, ich wollte euch was über den Urlaub erzählen, genau das tue ich jetzt. Glücklich wie eh und je, ich war in Zandvoort, das ist in Holland. Was habe ich da gemacht? Ich war am Strand, natürlich. Das Wetter war natürlich jetzt keine 30 Grad letzte Woche, aber es war gut genug, um mal ein bisschen im Wasser zu planschen. Ich war zum allerersten Mal in meinem Leben im Casino und wir haben einen Tagesausflug, mehr so zwei Tagesausflüge nach Amsterdam gemacht und von dem ganzen Urlaub habt ihr hier auch mal ein paar kleine Einblicke. Ziemlich geil war, obwohl ich leider das Anne Frankhaus verpasst habe, weil ich glaube, ich bin 180 Grad in die falsche Richtung gelaufen. So was passiert irgendwie auch immer nur mir. Aber gut, das wäre das Einzige, was ich noch gerne gesehen hätte. Ansonsten war der Urlaub schon ziemlich awesome. Vor allem hatten wir besseres Internet als hier zu Hause. Was prinzipiell gar nicht mal so schwierig ist, da unser Internet hier total kacke ist, aber ich habe das sehr genossen. Ja, was ich noch ansprechen wollte. Ich wurde vor ein paar Monaten mal gefragt, ist das ein paar Monate her oder? Ich weiß nicht, wie lange es her ist, ob ich nicht mal so ein Frage-Antwort-Kommentare-Kommentier-Dings machen wolle. Und ich habe gesagt, das will ich super, super gerne machen. Aber ich weiß halt nicht, ob genug Fragen und Kommentare reinkommen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt einfach trotzdem mal. Wir lassen es auf einen Versuch ankommen. Ihr dürft Kommentare und Fragen schreiben unter diesem Video, unter dem Facebook-Post zu diesem Video und unter dem Twitter-Post zu diesem Video. Und dann hoffe ich einfach mal, dass genug Fragen und Kommentare reinkommen. Falls nicht, werde ich mir bei anderen Videos und so einfach irgendwo was zusammenkratzen. Das wird schon irgendwie hinhauen. Und dann werde ich mir einen coolen Namen dafür ausdenken, weil all diese Frage-Antwort-Formate, die haben irgendwie so coole Namen. Und ich will auch was Cooles haben. Irgendwas Spanisch-Englisches, weil irgendwie gefällt mir dieses Sprachmischmasch. Das passt irgendwie zu mir. Tja, weil ich denke, dass das Video an dieser Stelle auch immer noch nicht so lang ist, hänge ich auch noch eine Roomtour an. Das ist ebenfalls etwas, was sich schon mal jemand vor ein paar Monaten gewünscht hat. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal, auch wenn mein Zimmer nicht allzu spektakulär ist. Es ist halt einfach ein Zimmer. Aber okay, auf wie geht's, wa? So, starten wir die Roomtour einfach mal draußen vor der Tür. Und wir sehen, die Tür ist von außen mit allen möglichen Kram beklebt, Poster, Fotos, whatever. Man könnte, glaube ich, seit 15, aber ich finde es immer noch besser, als wenn die Tür ganz kahl ist. Und dann gehen wir ins Zimmer rein. Wir sehen, dass die Tür auch von der Rückseite beklebt ist. Und zwar oben mit einem Schweini-Poster, was bestimmt schon seit 2007 oder 2008 da hängt. Das ist auf jeden Fall schon eine Ewigkeit her, dass ich das aufgehangen habe. Und es wird wahrscheinlich auch bis in alle Ewigkeit da hängen bleiben. Und dann drehen wir mal weiter Richtung Schrank. Da oben seht ihr meine Bücher. Narnia, Harry Potter und Twilight. Jeweils die kompletten Reihen.
Und am Spiegel hängt noch so ein altes The Black Pony Window Color. Ich habe die Band früher mal voll gefeiert. Die mag ich eigentlich gar nicht mehr, aber ich finde den Schriftzug irgendwie cool. Deswegen habe ich es hängen lassen. Weiter geht's und zwar in Richtung der Wand, die ihr auch aus den Videos kennt. Da hängt nochmal ein Justin Bieber und das große Kanada-Poster, was da jetzt seit einer Weile in meinen Videos zu sehen ist. Da hinten steht mein Radio und da ist so ein super cooles Foto hängt da. Das ist als Regisseurklappe ein Bilderrahmen. Fand ich ja mega awesome. Habe ich vor kurzer Zeit geschenkt bekommen. Und da seht ihr mein Bett. So, und am Fenster hängen wieder weitere Window-Color, nochmal FC Bayern und Schweini. Und das ist natürlich jetzt super clever, dass man wegen dem hellen Fenster nicht sieht, was da drüber hängt. Das ist nämlich eine Zeile von Schauspielern und Sängern. Komischerweise alle männlich, weil alle Sänger, die ich mag, fast alle sind männlich. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall wird da irgendwann mal dieses LeFloid Army Poster hängen. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, das aufzuhängen, da müssen nämlich Nägel dann oben in die Wand. Und ach, ich bin eine faule Socke, aber irgendwann wird das da hängen und dann wird es super mega nice aussehen. Und da auf der Fensterbank liegt noch ein Rubik's Cube, so ein anderer, und den kriege ich einfach nicht gelöst. Den habe ich zu Weihnachten mal bekommen. Oh mein Gott, was habe ich all für Kram in meinem Zimmer. So, da sehen wir meine alte Fußballmannschaft, meine U15-Mannschaft. Das ist jetzt auch schon 4 Jahre oder so her. Ich zensiere das aber mal lieber, ich weiß nicht, ob die im Video zu sehen sein wollen. Und da hängt noch ein Stundenplan, obwohl ich seit 3 Monaten schon nicht mehr zur Schule gehe. Und da hängt das erste Justin Bieber-Poster, was ich je gehabt habe. Und zwar war das 2009, als ich zum ersten Mal von dem gehört habe. Oh mein Gott, ich komme mir so alt vor, wenn ich mir überlege, wie lange ich manche Sachen in meinem Zimmer schon habe. Oh mein Gott, ich werde 20, ich will aber nicht. So, weiter geht's. Da steht noch ein Computer, der gar nicht benutzt wird. Der steht da eigentlich nur zur Deko und weil ich zu voll bin, den wegzuräumen. Und hahaha, und da sind meine ganzen CDs. Zumindest ein Teil von meinen CDs. Ich habe eigentlich noch viel mehr. Ja. Und da hängt noch meine Uhr. Und ja, damit sind wir auch schon einmal rum in meinem Zimmer. So schnell kann das gehen. Und ja, falls ihr euch jetzt fragt, wo ich schneide, wenn ich mit dem Computer in meinem Zimmer, dann ist es der Computer im Wohnzimmer. Was ein bisschen blöd ist da, es sieht man nämlich den Fernseher, der steht da immer und dann hört man abends immer, selbst wenn man Kopfhörer auf hat, dieses blöde Gebrabbel. Aber gut, damit arrangiert man sich, daran gewöhnt man sich und dann passt es schon. Tja, und schon habt ihr auch mein Zimmer gesehen. Ihr seht schon, es ist nicht so viel mehr, als ihr bis jetzt in meinen Videos so gesehen habt. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video für heute insgesamt gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir einen Daumen nach hoch geben und ihr dürft auch Kommentare schreiben. Wirklich, ich liebe es, Kommentare zu lesen. Das finde ich immer super cool. Und da oben findet ihr jetzt meinen Köln-Vlog und darunter findet ihr meinen letzten Media Monday. Darin ging es um das neue Album von Cody Simpson, nämlich das Album Free. Und direkt darunter könnt ihr abonnieren, wenn ihr möchtet. Nur wenn ihr möchtet. Ja? Tschüss, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, Leute. Hasta luego und bye.